Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch einmal das neue Produktmedley vorstellen. Ihr seht jetzt hier schon mal ein paar Papiere und das Stempelset. Aber natürlich ist noch ein bisschen mehr in dem ganzen Produktpaket enthalten. Und ich zeige euch dann jetzt mal genauer, was euch dort alles erwartet. Hier seht ihr jetzt schon mal grob, was in dem Paket enthalten ist. Zuallererst dieses Stempelset hier. Ich habe mir das natürlich auf Deutsch bestellt. Das gibt es aber auch auf Englisch und Französisch. Die Stempel sind auch so groß wie abgebildet hier. Also diese Blumen, dann die Glückwünsche. Und dazu passend gibt es ein paar Framelits. Ihr seht hier einmal so eine längliche Bordüre, dann hier die Stanzteile. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob das auf den Stempel passt, aber es sieht ja fast so aus. Und wenn nicht, habt ihr halt schöne Dekomöglichkeiten. Aber die anderen hier sind auf jeden Fall für die Stempel. Das sieht man ja schon sehr deutlich. Also hier passt das eigentlich ganz genau. Dann gibt es passend zum Papier. Das finde ich richtig cool, weil ich mag diese Glitzer, Tinte unheimlich gerne, und die ist jetzt in Roségold, also auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich mir das Set bestellt habe, weil ich die halt auch richtig cool finde. Und nicht nur diese Tinte jetzt, also dieses Glitzer, wie heißt das jetzt eigentlich ganz genau, Moment, ich muss mal eben gucken, Glitzer, fällt mir jetzt, doch, ist auch Tinte, ja, also wir hatten die ja auch schon in Kupfer und Gold und so, beziehungsweise haben wir auch noch. Und dann gibt es hier ein dickes Papierpaket in 6x6 und noch diese ja, ausgestanzten Kreise. Also das ist auch ein bisschen dicker, wie ihr sehen könnt. Da schimmert das Ganze auch so ein bisschen und man sieht auch, es spiegelt auch ein bisschen. Das ist vorwiegend auch gedacht, um hier vielleicht noch Punkte auf diese Blüten machen zu können. Dann zeige ich euch jetzt mal das Papier. Zum einen sind hier so ausgestanzte Elemente. Das heißt, wenn es mal schnell gehen muss, habt ihr die Blüten schon fix und fertig und müsst nicht stempeln. Dann auch in diesem Roséton. Das sieht hier jetzt leider ein bisschen mehr Gold aus, aber es ist definitiv dieser Roséton. Gibt es dann halt auch noch diese Labels und Stanzteile, auch noch mal in etwas anderer Form. Also das sind jetzt insgesamt 6 Bögen mit so vorgestanzten Etiketten und Blumen. Dann als nächstes, was ich natürlich auch richtig cool finde, diese Glanzfolie, auch in dem Rosé. Und das sind 8 Bögen, also in 6x6. Ja, die Farbe kann man leider jetzt hier so unter der Kamera gar nicht richtig gut erkennen. Aber ich kann euch sagen, es ist richtig cool, also ein richtig cooler Farbton. Und dann geht es natürlich weiter mit Designerpapier. Da gibt es auch jeweils 8 Bögen. Zumindest meine ich das gestern so gezählt zu haben. Ich zähle nochmal ganz kurz, nicht, dass ich euch was Falsches sage. Und da seht ihr auch, also hier glänzt es auch schon ein bisschen. Auf einer Seite ist immer auch dieser Roséton als Glanzeffekt mit eingearbeitet. Und die Rückseite ist dann ganz normal. Das ist dann die nächste Variante. Und die Rückseite ist dann hier in diesem Falle ganz meins mit diesen zarten Pünktchen. Finde ich sehr cool. Das hier finde ich unheimlich edel. Mit dem Rosé und im Blau, und die Rückseite ist dann schon fast eher langweilig, wenn man das jetzt so sieht, aber das ist natürlich ganz gut, weil es sich dann eben einfach kombinieren lässt. Und als nächstes dann etwas drüber gekleckert mit der Paste oder mit dem Glanzeffekt hier, und auch wieder eine ganz einfache Rückseite. Dann jetzt einmal die Blümchen, und auch da ist dann so ein bisschen Glitzer-Effekt, Glanzeffekt dabei.
Und die Rückseite ist dann auch wieder so recht neutral gehalten. Ich ziehe das mal ein bisschen noch rüber, damit das so euch erhalten bleibt, damit ihr noch sehen könnt, was da wirklich jetzt so alles drin ist. Und das letzte Papier ist dann in doch recht schrillen Farben, finde ich. Aber dafür halt auch wieder mit sehr dezenter Rückseite. Also ich finde, das kann man schön verwerten. Ich werde auch dann direkt was damit basteln und euch auch schon die ersten Ideen zeigen. Und zum Schluss zeige ich euch noch das Band, was auch noch mit drin ist. Und zwar, ihr seht, ich habe das noch gar nicht aufgemacht, ist es einmal ein Band das gar nicht aufgemacht werden möchte. So, jetzt habe ich es aber. In Blau mit also einer zarten Kante in diesem Rosé-Gold. Und das zweite ist dann ein Band in, also ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, aber das müssten Wassermelone und Marineblau sein insgesamt. Bei allen Farben, na, hier steht es auch nicht, aber ich bin mir eigentlich schon relativ sicher, dass das Wassermelone und Marineblau ist. Und das ist halt das zweite Band dazu. Ihr seht, das ist so ein bisschen gerafft und die sehen natürlich zusammen auch richtig cool aus. Ja, das ist der Inhalt des Paketes. Ich ziehe es noch mal ein bisschen runter, dann könnt ihr das noch mal auf einen Blick sehen. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe mich mit ein paar Kolleginnen zusammengetan, damit wir euch ganz viele Ideen bieten können. Ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal anfangen, mit dem Set zu basteln und bin gespannt, wie gut es euch gefällt. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!